Ari sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Wie gewohnt hier am Strand von Maspalomas beginnend heute Morgen an der Chalka, heute am 28. März 2024. Es ist 8.30 Uhr und wir haben genau 20 Grad. So, gewohnte Stelle, gewohnte Welle. Der Blick hier in die Berge, da scheint die Sonne. Monte Leon Richtung Montagna Ladata, Grube Richtung Fataga. Ja, ich bin wieder froh hier zu sein, ganz klar. Keine Frage, es war sehr schön, aber am schönsten ist es dann doch. Dann hier in dem Dorf in der Stadt Maspalomas und deren Umgebung. Ja, weiteres wird folgen, immer so zwischendrin, wenn mir dann auch das Passende wieder einfällt. Aber jetzt genieße ich erstmal das morgendliche ruhige Ambiente hier. Und jetzt geht es auch Richtung Strand. Ja, Ostern ist ja heute der Gründonnerstag oder der Donnerstag als Feiertag. Es gibt dann noch den Sonntag als Feiertag, aber nicht den Montag. Das ist ein normaler Werktag, es sind ja auch nur eine Woche Schulferien hier in Spanien. Gestern am Flughafen, ganz für mich ganz normaler Flugverkehr in Madrid und auch in Las Palmas. Die meisten, die Urlaub machen, sind schon hier. Ja, das mit dem Wetter, das ist ja immer häufig Ostern so eine Sache. Also wir haben es schon mehrere Male erlebt, dass es dann Ostern nicht ganz so schön war und wie dieses Jahr auch. Aber es ist kein schlechtes Wetter jetzt. Jetzt im Moment nicht, es ist nicht ganz so warm und es gibt ein paar Wolken mehr. Also wie ich von beiden Entfernungen erkennen kann, sieht da noch alles gut aus. Da ist die Chalka, da ist Wasser in die Chalka gelaufen, sehe ich hier an dieser Stelle. Und die Chalka hat gut Wasser. Höchstwasserstand hier, ich sehe es an den beiden Pflanzen da links. Ja, das Thermometer hier zeigt an 19 Grad, sonst häufig umgekehrt, an der Chalka kühler, aber 1 Grad hin und her, das ist ja auch nicht ganz so wichtig. Höchstwerte werden heute erwartet um die 24, 25 Grad. Tiefstwerte waren es heute Nacht an der Hauswand 16 Grad. Sonnenaufgang war um 6.55 Uhr, um 19 Uhr und 17 Uhr ist Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten 8.49 Uhr ist Niedrigwasser, um 14.54 Uhr ist Hochwasser und dann wieder um 21 Uhr nochmal Niedrigwasser. Ja, die Wassertemperatur wird immer noch mit 20 Grad angegeben, 19 bis 20 Grad, je nachdem, in welchem Küstenabschnitt man sich befindet. Ja, hier schaut es aus wie immer. Wolken-Sonne-Mix würde ich sagen. Ja, ich habe zwar die Jacke mitgenommen heute früh, habe sie auch an, aber
Ist definitiv zu warm. Ja, das ist wieder mein Lebensmittelpunkt und da bin ich auch froh, denn die letzten 3 Wochen, da war doch viel, viel Neues, viel anderes, viel Schönes. Auch ein paar Sachen, die nicht so schön waren, aber ich sage, die Zeit, die letzten 3 Wochen haben mir wieder gezeigt, was man zum Leben braucht und was wichtig ist. Und das ist gar nicht so viel. Ich habe es ja irgendwann auch schon mal erwähnt, es war vor vielen Jahren in der Dominikanischen, ist glaube ich 20, 25 Jahre her. Da habe ich jemanden am Strand kennengelernt und wie sich herausgestellt hat, der hat frischen Fisch gekauft direkt vom Fischerboot. Und das kam dann rein und dann ist er dahin und hat dann das in Las Terrenas, genau war das in Las Terrenas in der Dominikanischen und hat dann sozusagen diesen einen kompletten Fisch, den die da unter anderem hatten, gekauft, hat es auch bezahlt und so kam man ins Gespräch und dann habe ich das mal so umgerechnet und sagte, naja, besonders günstig ist das auch nicht. Naja, sagt er, aber dafür hat er 3, 4 Tage. Und wenn man das umrechnet, passt das wieder. Und der Mann sagte mir einen Satz, einen Spruch. Und den habe ich nie vergessen. Wie sich herausgestellt hat, hatte der sehr, sehr viel Geld. Hat aber auf niedrigem Niveau gelebt und hat dann sozusagen sein Tagespensum auch immer eingehalten. Und der sagte zu mir, ich sag dir eins, alles Wichtige im Leben passt in einen kleinen Koffer und an die andere freie Hand. Ja, und da sollte man mal drüber nachdenken. Und ich glaube, jeder von euch, was er gemeint hat, also alles Wichtige im kleinen Koffer, das habe ich gemerkt, das habe ich. Und dann hat man eine Hand noch frei, weil der Koffer klein ist. Und da hat man dann einen lieben Menschen dabei an der Hand. Und das ist mir so die letzten Tage wieder bewusst geworden, wie viel doch sich alles um Sachen dreht, die nicht wichtig sind zum Leben. Die sind zwar schön, aber nicht wichtig. So, das war schon mal ein kleines Resümee. Wollte ich nicht, hat sich so ergeben. Hier haben wir sie wieder, den Strandläufer, den kleinen. Dann, ich sag mal, ich glaube, einfüßiger, das ist er nicht. Nein, der hat 2 gesunde Füße. Und dann hier unseren kleinen Reiher. So, und das sind für mich wichtigere. Oh, da ist noch eine. Ah, das könnte er sein. Da ist er, der Einfüßige. Ja, was für eins. Was für ein Zufall. Da ist er wieder, er lebt, es geht ihm gut. Also, das ist doch schön.
So, dann mache ich an dieser Stelle auch das Wetter, weil es gerade so schön ist, in Kurzform. Ja, und den Kopf ganz tief ins Wasser halten. Nein, den Schnabel. Sieht nur so aus, als ob er mit dem Kopf eintaucht. Eigentlich heute Morgen ideale Voraussetzung, um baden zu gehen, schwimmen zu gehen. Ja, ich werde mal ein bisschen schneller hier in diese Richtung gehen. Und vor allen Dingen das mit den Füßen im Wasser, das ist jetzt mal wieder das Wichtige. Das ist jetzt mal wieder angesagt hier. Darauf habe ich gewartet. Ja. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für alle, die jetzt die letzten Wochen, Monate mit dabei waren, immer wieder auch Kommentare geschrieben haben bezüglich des Urlaubs, die Reisen schon gemacht haben, miterlebt haben. Natürlich an alle im Kanal, dass sie trotz der Fehlzeit immer wieder dabei waren und reingeschaut haben. An den Toni für seine Wettervideos und natürlich den Ralf und die Antje, ganz klar, die haben das ja richtig gut gemacht. Und das ist schon gut, wenn man Menschenfreunde hat, auf die man sich verlassen kann. Das macht die Sache schon ein Stück leichter und einfacher. Ja, der Toni, der ist auch wieder am Surfburger. Ist am Wochenende jetzt und arbeitet da. Wenn ihr mal Hallo sagen wollt, könnt ihr das gerne tun. Das sind so Sachen, an die man sich dann erinnert. Die Ruhe hier, die Einsamkeit in Anführungszeichen. Ja, Plan B ist auch sehr, sehr gut angekommen. Die Antje hat wieder bestellt. Also für alle, die noch nicht wissen oder kennen, was es ist. Ab und zu gibt es mal so ein Erklärungsvideo mit dazu, mit dabei. Der Plan B ist ganz einfach. Ein Reiseleiter, ein Reiseführer, ein Reisebegleiter auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, dass man ihn auch schnell immer wieder aktualisieren kann, weil der aus einzelnen Teilen besteht. Und das wird dann eben zusammengetragen, gebunden und ist dann wie ein Buch. Und auch sehr gut als Geschenkidee für manche Menschen, die nicht wissen, was sollen sie denn ihren Freunden, ihren Lieben, ihren Bekannten, Eltern, Kindern, Ureltern kaufen. Und vielleicht freuen die sich über ihre miterlebten Touren, die sie ja vielleicht alle schon gemacht haben, auf Gran Canaria. Und so sind wirklich einige, die dann 2 oder 3 bestellt haben, um ihn zu verschenken. Eine schöne Geschenkidee und vor allen Dingen auch was fast Einzigartiges. Da hat sie ja viel Mühe und Arbeit investiert, die Antje. Und das hat Monate gedauert, das Ganze zu erstellen. Schaut euch an, wie schön glatt das Wasser hier ist. Ja, und wenn ich ab und zu dann mal so in Erinnerungsschwelgen komme, dann ist das eben Sachen, die einem dann auffallen oder einfallen und ich ja nicht irgendwie niederschreibe wie eine Biografie, sondern die fallen mir dann eben ein. So schön wie es war, aber so ein wunderschönen Strand,
Und so einen morgendlichen Strandspaziergang, den konnte ich nicht machen. Und dann eins, das wir auch richtig gemacht haben im Nachhinein. Wir haben uns jetzt kein strammes Programm vorgenommen, sondern ein paar Stichpunkte. So ein Spickzettel, da waren dann für jede Station 5-6 Sachen drauf gestanden. A, weil man nicht wusste, wie das Wetter und war, und B, wie viele Menschen dann da sein werden und so weiter. Und die haben wir dann sozusagen im Auge behalten, diesen Spickzettel. Aber ansonsten auch ganz einfach nach der Devise, wenn man zu viel sehen will, bekommt man am wenigsten mit. Und das ist auch so oft im Urlaub, die haben ein riesen strammes Programm und genießen dann gar nicht die Zeit hier. Unsere gesteckten Ziele, die ich auch vorher schon erwähnt hatte, die haben wir alle gesehen. Das war einmal die Riverseite von Bangkok. Das war dann in Hongkong die Stadt und das Pferderennen. In Singapur der Flughafen und die Stadt. In Vietnam dann eben auch die fünftgrößte Stadt, das erste Mal bereist, und das Lampionfest in Hoi An. Und die letzten zwei Tage dann nochmal in Bangkok. Aber das hier ist schöner wie alles Gesehene. Ja, und wenn die Sonne jetzt noch dazu rauskommt, dann ist es nochmal schöner. Ja, das war wieder ein Abschnitt und jetzt kommt der nächste. Man freut sich auf das, was da kommen mag. Ich habe viele Aufnahmen gemacht und werde sie so zwischendrin dann auch mal wieder als Erinnerung senden. Natürlich nicht am Stück, das wäre alles zu lang, zu viel. Aber so mal nach Ablauf. Und eins habe ich noch gemerkt, und das war das, was nicht so schön war auf der gesamten Reise, was sich gezogen hat vom Flughafen Gran Canaria bis zum Wiederkommen gestern, dass das Leben in vielen großen, weiten Teilen vom Telefon, Smartphone, Handy bestimmt wird. Ganz gleich in welcher Stadt, in welchem Land, dieses kleine Ding regiert die Welt. Und dann gerade auffällig, sobald es nach Spanien kommt, Richtung Madrid im Flieger, haben die Menschen sich gefreut und man hat Spanisch gehört und teilweise haben auch einige im Flieger gesungen. Und heißt, bedeutet, dass die Mentalität, das spanische Ambiente, ja, sich auch irgendwo in der Welt fortsetzt und erkennbar ist. Und das ist schön, das ist dieses Persönliche, dieses. Und da grüßt gerade wieder. Ja, ich habe ja jemanden immer, den ich häufig am Strand sehe. Der arbeitet hier an einem der Buden. Und mit dem unterhalte ich mich immer. Und der hat gesagt, hast du gesehen, dass jetzt hier doch einige Plattformen auch zu sehen sind, weiter draußen. Da vorne, da hat er mir eine gezeigt, habe ich gesagt, nein, ist mir nicht aufgefallen. Also der hat auch das Auge, das geschulte Auge für die Neuigkeiten. Und der weiß immer ein bisschen mehr, weil er seine spanischen Beziehungen hat. Und das ist das, was ich sage, oder gerade vorher gesagt habe, diese spanische, die etwas leichtere Art zu leben, diese
Einstellung, diese ja, Lebensauffassung, sage ich, die ist dann doch schon was Besonderes. So, die Wolken hier, schaut sie euch an. Die ziehen sich hier an der ganzen Küste entlang. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema, ob da eine Wolke mehr oder weniger ist. Nein, das Thema ist, mit den Füßen hier bis zu den Knien im Wasser zu sein und sozusagen die Sekunde genießen. Und das habe ich mir zum Ziel gesetzt. Mal schauen, ob es mir gelingt. Das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen. Ja, die Abschlussworte von ihm, der hat mir gerade gesagt, ja, weil er gefragt hat, weil er mich so lange nicht gesehen hat. Haben wir uns kurz unterhalten, dass ich eben unterwegs war. Und dann sagt er, und wo ist es am schönsten? Habe ich gesagt, hier auf Gran Canaria. Ja, sagt er, Gran Canaria ist Gran Canaria. Und das Schöne ist ja, dass nicht alle den gleichen Geschmack haben, sonst würde es ja richtig voll sein, wo die Menschen dann kaum noch leben könnten und woanders wäre nichts los. Also, so für mich heute ja ein bisschen was zu tun ist, ganz klar. Da bleibt ja auch viel liegen. Ah ja, organisatorisch, Freitag. Ja, Leuchtturm, morgen ist Freitag. Faro. Jetzt ist schon März, aber ich habe noch einen schönen Kalender von der Antje da. Den hat sie mir hier gelassen. Und wer den möchte, das gab es nur. Ich glaube, 5 Exemplare hat sie machen lassen. Wer einen Kalender noch möchte mit den schönsten Fotos von Antje und Kai, den habe ich am Freitag mit dabei. Und da geht es ja auch nicht nur um die Monate, sondern um die Bilder. Also wer möchte, der kann diesen Kalender am Freitag hier bekommen. Und ich habe auch die Tassen und die T-Shirts. Wer so ein Andenken vielleicht haben möchte, braucht, sucht. Und die Bilder vom Victor, dem kanarischen Maler, den wir hier unterstützen. Aquarelle, Originale. Und das Ganze schon ab 15 Euro. Also, wer möchte, morgen Freitag am Leuchtturm, am Faro, dann können wir uns da auch treffen. Mit und ohne Kamera, ganz klar. Ja, und heute Abend haben wir auch noch so eine kleine Besonderheit. Wir feiern den Geburtstag von Inge und eigentlich von Sabine. Und die Inge verlässt uns ja wieder nach Monaten. Und so wird es auch ein Abschiedsessen, eine Abschiedsfeier. Und mal sehen, ob wir da auch ein bisschen aufnehmen. Das weiß ich noch nicht.
es sind ja auch so Zeitzeugen, solche Essen, hat ja nicht nur den reinen Essenscharakter, sondern auch eben das Zusammenkommen, das mit Freunden zusammensitzen. Und wenn dann noch gutes Essen mit dabei ist, ja, das ist doch was Feines. Noch was zum Abschluss essen. Wir haben uns ausschließlich in den letzten 3 Wochen von der nationalen Küche der bereisten Länder ernährt. Und wir waren nicht oft in einem Restaurant, sondern mehr oder weniger Straßenküche, Straßenessen. Uns ist es sehr, sehr gut gegangen. Wir haben kein Problem. Da ist er wieder, unser Einfüßiger. Jetzt liegt er zur Tschalka. Also das heißt, auch kein Showessen, sondern so, das, ich habe es ja ab und zu mal einen Teller aufgenommen, aber jetzt nicht. Da ging es um das lokale Essen und war echt ausnahmslos. Ja, bis auf einmal hat es nicht geschmeckt, aber das lag daran, an dem bestellten Gericht und nicht an der Zubereitung. Das war in Hongkong, da kann ich mich dran erinnern, da blieb dann der Teller, das Essen auf dem Teller. So, jetzt bin ich wieder zurück. Ihr wart mit dabei. Gran Canaria hat mich wieder. Ich freue mich auf euch, auf euren Besuch, auf eure Kommentare. Vielen lieben Dank. Und demnächst mehr. Die Realität heute habe ich noch keinen Bock, keinen Schimmer, kann ich euch noch nicht sagen. Wir werden sehen. So, in diesem Sinne, hasta luego und bis später.